Die Menschen sagen über ihn, er ist Experte für moderne und zeitgemäße Vermarktung. Das könnte ich auch über ihn sagen, aber das wäre mir viel zu klein. Denn ich glaube, er spricht nicht nur über exzellente Vermarktung, er zeigt Unternehmen und Menschen, wie sie wirklich Großartiges bewirken können. Er steht auf den Bühnen und ich habe noch keinen einzigen Vortrag von ihm erlebt, der nicht mit außergewöhnlichem Applaus und noch viel mehr tatsächlich gekrönt wurde. Für mich einer der ganz, ganz Großen dieser Branche, einer der großen Markt- und Herzensbeweger. Und Pilot ist er noch dazu. Also wir haben viel miteinander zu besprechen. Ich freue mich, dass er hier ist, Carsten Brocke. Danke dir für die Einladung. Dank dir, Carsten. Ja. Also eine wunderschöne Sache, dass du von Berlin zu mir kommst. Danke für dein Kommen. Erzähl mal, wie bist du auf zeitgemäße Vermarktung gekommen? Was machst du da überhaupt? Denn ich kenne deine Vorträge und weiß, da steckt so viel mehr drin. Ich bin neugierig, was bei dir alles drinsteckt. Die Grundlage ist ja sowieso Neu und Gier. Ne? Ja, also, ja, wunderbar. Macht gut. Ja Sinn. Ja, wie viele Verkäufer gibt es bei Amazon? Ich würde sagen, keinen. Genau. Der ganze Vermarktungsprozess hat sich in den letzten Jahren nicht nur durch Digitalisierung, sondern auch durch die neue Generation komplett gewandelt. Das heißt, die alten Sprachmuster, die es so gibt, von Verkäufern, sind einfach out. Mhm. So, und ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit diesem Teil. Okay. Weiß Kenn ich nicht. Kennst du, ne? Ja, zumindest so. Vom Hören sagen. Ja. Genau. Und diese 1450 Gramm entscheiden ja letztlich alles. Ja. So. Und warum ich Kaufanreger geworden bin, ist relativ einfach. Du kennst ja das Gesetz der Reziprozität. Ja. Als Gesetz auf Gegenseitigkeit. Mhm. Und wenn ein Mensch in eine Verkäuferrolle geht, dann muss der andere in die Kundenrolle gehen. Mhm. So. Und sobald ein Mensch, und das wissen wir beide ganz persönlich natürlich auch, merken, da will jemand mir was verkaufen, kriegen wir im Allgemeinen kein gutes Gefühl. Stimmt. Sondern zumindest abwarten oder vorsichtig und so. Also macht es ja heutzutage gar keinen Sinn, in eine Verkäuferrolle zu schlüpfen, die übrigens die Verkäufer meistens auch nicht mögen. Das ja, ja, kommt ja noch dazu, dass sie so ein adaptiertes Verhalten brauchen. Ja. Deshalb begreifen, also bei mir lernt man nichts, mhm. bei mir begreift man. Mhm. Was ja viel Mehrwert ist, was ich was zu lernen. Für sinnvoll erachte. Ja. So, bei mir begreifen die Teilnehmer, wie sie es schaffen, andere Menschen anzuregen, Entscheidungen zu treffen. Jetzt stelle ich dir mal eine Frage. Bitte. Triffst du Entscheidungen, die dich betreffen? Ja. Das macht jeder. Klar. Das heißt, sobald es mir gelingt, es zu schaffen, dass der andere Entscheidungen treffen kann, die ihn betreffen, egal in welcher Lage seines Lebens, wird er das tun. Ja. Dann ist es noch wirklich wichtig, dass das, weil ich ja mich nicht mehr verstellen muss, dass ich das in meiner Verkäufer- oder Kaufanregerrolle, können wir ja nennen, wie wir wollen, mhm. mit Leidenschaft mache, mit Lust mache. Mhm. Weil wir kennen alle die Menschen, die das nicht tun. Ja. Ich habe es gestern übrigens wieder erlebt, wo ich einkaufen war und ich stand neben einer Verkäuferin und sie telefonierte. Ich sagte, darf ich Sie kurz was fragen? Da sagte sie, ja, dürfen Sie. Ich sage, bedienen Sie Ihr Kunden? Da sagte sie, ja. Ich sage, mach einen Hörer weg. Ja. Dann hat sie den Hörer weggelegt. Ich sagte, ja, worum geht's denn? Ja. Da wusste ich, die hat das nicht mit Leidenschaft gemacht. Nee. Die hatte keinen Bock. So. Also geht es mir darum, dass wir zeitgemäß aktuell und auch modern unterwegs sind, wenn wir etwas vermarkten wollen. Und letztlich ist ja alles Vermarktung. Right. Selbst Ideen, Produkte, Strategien, Dienstleistungen, alles geht immer darum, andere zu überzeugen, dass sie sich selbst überzeugen. Und das ist der große Schlüssel und der große Unterschied. Die Verkäufer alter Schule, auch Führungskräfte übrigens, haben gelernt, wie man Menschen überzeugen soll. Mhm. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man Menschen überhaupt nicht überzeugen kann. Mhm. Weil immer erst, wenn der andere überzeugt ist, ja. macht er was. Ja. So, also muss mein ganzes Ansehen darum gehen, wie schaffe ich es, dass der andere sich selbst überzeugt. Überzeugt. Und deswegen Kaufanreger. Wunderbar. So. Also ich kann nur die Impulse schaffen und der andere trifft die Entscheidung. Und dann ist es eben auch kein Überredetsein, sondern logischerweise eine echte Entscheidung. Ja, und vor allen Dingen seine. Und ja. er fühlt sich auch noch ja. gut dabei. Verkäufer, die den alten Schlag noch gelernt haben, also wie man gut verkaufen kann, mhm. so, müssen gleichzeitig eine Woche später Einwandbehandlung üben. Ja.
weiß ich ja, wenn Sie was verkaufen wollen, mit Einwänden zu tun haben, ja, die Sie selbst produzieren. So. Also kann ich ja damit aufhören. Deswegen gibt es einwandfreie Vermarktung. Klingt großartig. Ja, klingt großartig. Und macht ja auch noch Spaß. Ja. So, also heißt, ich habe ein einfaches Leben, weil ich gar nicht mehr in die Verkäuferrolle reinhüpfe, sondern ich helfe Menschen, dass sie sich selbst überzeugen von etwas, wenn sie dann auch wirklich überzeugen. Ja, Georg Kreuzel hat doch mal von Balance, Dominanz und Stimulanz geschrieben. Okay. Ne? So, und wenn ein Mensch in der Balance ist, ist er null motiviert, was zu verändern. Right. Ist die Balance zerstört, ist er natürlich stimuliert, was zu verändern. Das heißt, wenn ein Mensch erkennt, ich brauche das Produkt, die Dienstleistung, die Strategie, es hilft mir. Wenn der Mitarbeiter selbst überzeugt ist, mitzumachen, nicht weil die Führungskraft ihn dazu zwingt, sondern weil er es selbst will, dann läuft vieles tatsächlich mehr in Balance und einfacher. Mhm. Und wäre bescheuert, darauf zu verzichten. Und du beschäftigst dich eben auch mit dem Hirn. Das heißt eben tatsächlich, wie wir ticken, wie wir nicht ticken und warum wir manchmal so ticken, wie wir ticken. Das heißt, in all deine Vorträge und Bücher und Erkenntnisse fließt ja eben auch Hirnforschung oder zumindest die Psychologie dessen, wie wir arbeiten und denken mit einem. Es ist tatsächlich Hirnforschung. Ich bin Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement. Okay. Das heißt, ich seit vielen, vielen Jahren. Das heißt, wir haben intern in dieser Akademie auch Weiterbildung. Mhm. Und wir beschäftigen uns den ganzen lieben langen Tag, wenn wir zusammen sind, damit, wieso dieses Gehirn Wahlentscheidungen trifft. Mhm. Weil wenn mein menschliches Gehirn lernt oder begreift, deswegen neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, sind das Prozesse im Gehirn, die automatisch ablaufen, wo wir keinen Zugriff drauf haben. Okay. Das heißt, das menschliche Gehirn im Übrigen lernt nur durch einen einzigen Punkt. Weißt du welchen? Nein, aber ich bin neugierig. Wiederholung. Okay. Je mehr ein Mensch etwas wiederholt, desto mehr bilden sich richtig feste Nervenbahnen. Mhm. Das kennst du unter dem Wort beherrschen. Okay. Also wenn du Auto fährst, denkst du ja nicht mehr. Ja. Manchmal wunderst du dich sogar, wie... Wie du nach Hause gekommen bist. Ja, ja, genau. Kannst ja nichts erinnern. Ja. Weil du irgendwas anderes machst in diesem Auto. Mhm. So. Weil du so oft Auto gefahren bist, dass du es dann irgendwann beherrscht. Okay. Du hast ja vorhin gesagt, lustigerweise, dass ich Pilot geworden bin. Ich bin tatsächlich letztes Jahr Pilot geworden. Ich habe mir meinen Lebenstraum erfüllt. Also, gratuliere. Nee, weil mein beruflichen habe ich ja schon. Und jetzt halte ich fest, ich brauchte 117 Landungen, um selbst zu landen. Und jetzt hilf mir, ist die Zahl hoch. Okay. Normalerweise sind es 60 bis 80. Okay. Ich bin ein bisschen älter. Gut. Siehst du besser aus? Ja. Ich muss ja nicht mehr gut aussehen, ich habe ja Charisma. So, das Witzige daran ist, ich war entweder zu hoch, zu tief, zu flach, weil mein Gehirn kannte diese Dreidimensionalität nicht. Hm. Und es gibt eine Zahl aus der Lärmpsychologie, wenn ein Mensch etwa 250 Mal was wiederholt hat, dann hat er beherrscht das. Okay. Wenn du aber mit Leidenschaft, mit Lust oder mit Schmerz, also mit Gefühlen etwas machst, lernt dein Gehirn wesentlich schneller. Okay. Wie oft hast du auf eine Herdplatte gefasst, die heiß ist? Klar, einmal. Oder hast du begriffen? Ja, genau. Sehr. Und ich habe es eben weniger als 250 Wiederholungen gebraucht, weil ich das eben unbedingt wollte. Also du warst ja weit unter dem psychologischen weit unter diesem psychologischen Maß. Das heißt, ich kann auch nur jedem draußen empfehlen, wenn er etwas lernen will, dann soll er erst mal überlegen, will ich es begreifen? Und wenn ich es begreife, kommt die intrinsische Motivation, dann muss ich es wiederholen. Und zwar freiwillig. Und je öfter ich etwas wiederhole, desto einfacher ist es. Wie oft machen wir am Tag das Handy an? Was schätzt du? Gibt es eine Zahl? Ich glaube, sie ist schrecklich hoch. 200 Mal oder irgendwas. Ja, 175 oder so. Ist egal. Rund 200 Mal. Ja. Wenn du also etwas begreifen willst, dann mach dir den Text oder das Bild als Hintergrundbild aufs Handy. Okay. Und immer wenn du das anfasst, siehst du das. Siehst du das. Danach weißt du es. 1000 Wiederholungen in der Woche. Ja, stimmt. Also man kann dem Gehirn tatsächlich, ohne dass es dem Gehirn bewusst wird, ständig eine Wiederholung schenken und dann lernst du und begreifst du viel schneller. So, und jetzt behaupte ich aber, du schenkst ja deinen Teilnehmern wenig Wiederholungen, sicherlich auch, aber deine Vorträge sind ja schon dadurch geprägt, dass du, glaube ich, die Dinge plastischer, querdenkender, aus einer anderen Brille betrachtender vermittelst und dadurch die Menschen ohne viele Wiederholungen bei dir unheimlich schnell lernen. Naja, darum lernen sie bei mir nicht. Bei mir begreifen Menschen, dass sie lernen müssen. Machen wir das mal so. Okay. Meine Vorträge machen vor allen Dingen Freude. Ich weiß, dass, nur auch durch die Akademie, ich weiß, dass wir besser lernen und begreifen, wenn es uns gut geht. Ja. Also wird bei mir auch gelacht. Ja, right. So. Bei mir findet also auch Spaß und Freude statt. Bei mir gibt es Aha-Effekte. Mhm. So,
ich kann ja einen ruhig mal erzählen. Also ich lasse die alle zum Anfang aufstehen, weil die sitzen ja alle hintereinander. Ja? Und dann sagt, dreht euch mal alle um und sagt mal denen hinter euch guten Tag. Klar. Jetzt drehen sie alle um. Und keiner ist mehr da. Und jeder sieht den Rücken des anderen. Ja. So. Und dann haben sie natürlich einen Aha-Effekt. Und mit solchen Bildern, und dann sage ich, Mensch, denkt mal lieber selber mit und hört nicht alles, was ich sage. Redner hören sich auch reden. Auch gern. So. Ich mich auch. So. Ja, aber du hast ja auch eine wunderbare Botschaft. Ja, ist auch in Ordnung. Ich bin ein begeisterter Zuhörer von vielen deiner Vorträge. Ja, ich glaube, dass wir da vorne Verantwortung haben. Also es geht nicht darum, dass wir uns dort darstellen, sondern wir sind dafür da, für die Menschen, die da sitzen. Mhm. So, das heißt, ich will Inhalte liefern, aber ich finde, dass Inhalte auch immer eine gute Verpackung brauchen. Okay. Die Verpackung muss ja auch stimmen. Ja. So, und wenn die Menschen und die Teilnehmer Spaß haben, zuhören, lachen, Aha-Effekte haben, manchmal hörst du auch eine Nadel, weil es eben sehr ernst wird, ja, dann ist das völlig in Ordnung. Und dann, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, es gibt bei uns das Gefühl, dass Zeit rennt. Kennst du das? Ja, klar. Und dann gibt es Momente, wo dein Gehirn sagt, was mache ich denn jetzt nur, was mache ich nur, ach, ich male Logos aus. Kennst du die auch? Weniger, aber ich weiß, dass es sie gibt. Ja. Genau, es gibt also tatsächlich Leute, wo die Köpfe dann runtergehen und dann fangen die an zu malen. So, bei mir passiert das nicht. Also bei mir malt niemand Logos aus. Ja. Bei mir sind wir ständig beschäftigt. Ja. Warum ist das so? Weil ich eigentlich meine Vorträge mit Fragen halte. Also bei mir müssen die Zuhörer die ganze Zeit mitdenken. Genau. Genau. Und ich weiß ja, dein Potpourri ist ja wesentlich größer. Also einerseits dieses Kaufanreger, worüber du jetzt gesprochen hast. Aber du gehst ja auch viel rein in dieses Fair-Kaufen, Fair-Handeln, Fair-Everything. Also du hast ja auch eine sehr menschliche Komponente damit drin in diesen Themen. Ja, ich habe einen zweiten Vortrag, der auf den ersten aufbaut oder die sich sogar überschneiden. Der heißt Pilot oder Passagier. Ja. Weil jede Kaufentscheidung ja letztlich eine Wahlentscheidung ist. Ja. Und wir haben ja die Wahl in unserem Leben, das ja nur begrenzt ist, zu entscheiden, wie wir unser Leben leben. Also ob wir Pilot im Leben werden oder ob wir eher Passagier sind und sagen, andere sind Piloten. Ja. Natürlich darf man auch mal Passagier sein. Also ist ja völlig in Ordnung. Aber wenn es um Einstellungsmuster geht, wenn es um Hintergründe von Glaubenssätzen geht, wenn es darum geht, wie kriege ich mein Leben selbst besser in den Griff und. Also wie werde ich Pilot in meinem Leben? Dann muss ich ja eine Wahlentscheidung treffen. Ja. Und deswegen ergänzen die beiden sich so gut, weil die Teilnehmer in den Vorträgen eben merken, dass sie letztlich der Pilot in ihrem Leben sind. Okay. Selbst wenn sie keine Entscheidung treffen, ist es ja eine. Ja klar, eben keine zu treffen. Ja. Nämlich keine zu treffen. Und dann beschweren sich diese Menschen. Ja. Und wenn sie sich beschweren, wird ihr Leben nicht mehr gut. Und dann fühlen sie sich nicht gut und dann sind sie aus der Balance heraus, sind motiviert, sich zurückzuziehen oder. Wenn sie aber merken, sie sind letztlich ja immer der Pilot, dann können sie auch schneller Entscheidungen treffen, die sie betreffen. Und das macht einfach Sinn, weil ich bin fest davon überzeugt, Hermann, tatsächlich fest, dass jeder Mensch das Recht hat auf Erfolg, jeder das Recht hat auf ein gutes Leben, weil ich lerne ja keine Teilnehmer oder Vorstände kennen, ich lerne ja Menschen kennen. So, und das ist alles. Also das treibt mich auch. Bin ich bei dir, aber hab dennoch das Gefühl, dass die Menschen doch lieber als Passagier im Flieger Platz nehmen. Ja, obwohl sie Pilot sind, gehen sie nach hinten. Ja. Und bleiben hinten noch sitzen. Ja. Aber eigentlich sind sie Pilot. Genau. Weil letztlich ist es ja ihre Entscheidung, sich nach hinten zu setzen. Aber haben so ein bisschen auf Autopilot geschaltet und lassen das Leben vorbeifliegen, um in der Sprache zu bleiben. Ja, was schade ist. Und bei mir passiert das eben nicht. Bei mir wachen die Leute auf und begreifen, es ist ihr Leben. So, und wenn sie begreifen, sie dürfen ja Entscheidungen treffen. Der Hintergrund ist relativ einfach. Erstmal können sie nichts dafür. Also ehrlich muss man erstmal sein. Wir waren nämlich alle in der Schule. Und in der Schule, nehmen wir mal an, du hast eine Matheaufgabe von 100 Aufgaben. Dann machst du 97% richtig. Dann steht drunter 3 Fehler. Klar. So. Worauf schaust du? Jan, willst die Fehler vermeiden, ne? Ja. Also wenn drunter gestanden hätte, bin so stolz auf dich, Hammer, du bist kurz vor genial, 97, würden die anders durch die Welt laufen. Ja. Dafür habe ich einen Namen. Wir werden alle im Laufe unseres Lebens zu sogenannten Misserfolgsvermeidern.
erzogen. Okay. Das heißt, wir versuchen, Misserfolge zu vermeiden. Ja. Ein Erfolgsbringer weiß, dass Misserfolge dazugehören. Du kannst ja aus deiner Geschichte mehrere Stunden darüber berichten. Ja, ja, leider. Naja, oder auch zum Glück. Ja, klar. So, also letztlich versuchen die Menschen ja nur Misserfolge zu vermeiden. Und deshalb stagnieren sie, werden zu Passagieren. Sie könnten aber auch begreifen, dass sie anders entscheiden können. Ich weiß nicht, ob du die Gallup-Studie kennst. Ich glaube, über 80% wollen kündigen, egal wo sie sind. So. Du tun es aber nicht. Ja, erstmal tun sie es nicht. Zweitens macht es ja keinen Sinn, weil dann sitzen ja die anderen 80. Ja. Man trifft sich ja dann unterwegs. Also es macht keinen Sinn, sein Leben lang Misserfolgsvermeider zu sein. Du musst den Preis bezahlen, wenn du eine Entscheidung triffst. Dazu sind sie eben nicht bereit. Deswegen haben wir All-Inclusive-Urlaub. Okay, musst du nichts mehr entscheiden. Bus gekippt, Flieger gekippt, Aus gekippt, Bus gekippt, Gefängnis gekippt, Bus gekippt, Flieger gekippt, wieder zu Hause. Ja, und auch. So, ja, war das dazwischendurch entschieden? Nichts. Also man darf die Menschen nicht verurteilen, dass sie keine Entscheidung treffen können, weil sie im Laufe ihres Lebens es einfach verlernen. So, und bei mir fangen sie an zu begreifen, dass sie es wieder können. Ja. Und dieser Effekt bewegt die Menschen auch nachhaltig. Punkt. Okay. Deshalb kommen viele wieder. Ich habe Wiederholungstäter, ganz viele, ich nenne das immer Fans, ja, die immer wieder kommen, weil meine Vorträge sich auch immer weiterentwickeln. Und die Spaß daran haben zu sagen, hey, so eine Inspiration sich mal zu holen, von außen zu holen, macht einfach Sinn. Ja, und das kannst du gut. Ich habe in den Firmenvorträgen von dir gehört, Mensch, großartiges Wachstum der Unternehmen, also Dankbarkeit dessen, dass da wirklich viel passiert. Und bei den Privatvorträgen habe ich gehört, sagte mal einer, der Mann verändert Lebensläufe. Ja, das wird oft gefragt, was machen Sie beruflich? Und dann sage ich, ich helfe zumindest dabei, dass andere Lebensläufe verändern. Wieso? Aber das weißt du besser als ich. Wenn ein Mensch etwas begriffen hat, wird er danach andere Bewertungen abgeben. Mhm. Und durch die anderen Bewertungen hat er automatisch ein anderes Leben. Ja. So einfach ist das. Zumindest hört sich es mal so einfach an, aber ich weiß, die Umsetzung nicht. Ja, wenn du als Mensch etwas weißt, was du vorher nicht wusstest, wirst du danach andere Sachen anders bewerten. Und durch die andere Bewertung ändert sich dann der Umstand. So, man kann auch ein ganzes RTL 2 gucken, dann wird man auf, passiert auch nichts Gutes. Ja. Drum schauen wir Scherer Daily. Ja, ganz klar. Macht Sinn. Na, natürlich. Und die Bewertungen sind ja das, was wir immer tun, auch wenn wir es nicht merken. Wir sagen ja, wir sind Bewertungsmaschinen. Und das ist ja das Besondere, weil du ja wirklich einen anderen Blickwinkel auf die Welt wirfst und das auch den Menschen gut mitgeben kannst. Ja, wir werden immer beeinflusst, das, so wie du es eben sagst. Es ist ja, ob es uns bewusst wird oder nicht, ist erstmal unerheblich. Wir werden immer beeinflusst. Und ein moderner Vermarkter, ein guter Manager wird sich einfach bewusst, dass er das kann. Du kannst auf andere Menschen einwirken. Du kannst übrigens nichts entscheiden für sie, aber du kannst einwirken, dass sie sich selbst entscheiden. Ja. So, dazu gibt es so eine bestimmte Art und Weise, das nennt man Aktivierung, also wie man Menschen menschlich aktivieren kann. Das begreift man in diesen Vorträgen übrigens auch relativ schnell, weil ich habe dazu Aktivierungsfragen entwickelt. Die kennst du auch, die benutzen auch alle. Es ist ihnen nur nicht bewusst, dass sie es tun. So. Und wenn dir etwas bewusst wird, kannst du es steuern. Ja. Und damit sind deine Vorträge tatsächlich nachhaltig und bewirken das, was die wenigsten bewirken. Und ich hoffe, bin mir sicher, dass auch hier schon die ein oder andere nachhaltige Idee in dieser wunderbaren Sendung mit dir war. Ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch und dafür, dass wir unser Gehirn vielleicht ein bisschen besser noch im Griff haben. Sehr gerne.